Und damit ein diabolisches Willkommen in Nutella zu einem weiteren Part Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ich bin es euer Simafix und diabolisch geht sie gleich weiter, denn wir stürzen uns auf die Sabbats. Wir wollen hier den Vampir-Clan endgültig aus Los Angeles herausbekommen. Wir müssen uns um Holbrook Hotel. So, das ist ja eh gleich in der Nähe. Und da wandern wir jetzt als erstes hin. Denn beim letzten Mal haben wir Greenwald Bach endgültig bezwungen. Der werte Vampirjäger und seine Leopold-Gesellschaft sind hier besiegt. Und jo. Super, da kommen wir nicht rein. Muss ich ja schon wieder irgendwie einen Weg durch die Kanalisation finden oder so ein Schmarrn. Ich hoffe mal nicht. Zumindest ja, unser Ziel ist es jetzt erstmal sich mit denen hier anzulegen. Und danach schauen wir mal, ob wir den Sarkophag endlich öffnen können. Wir haben ja beim letzten Mal Johansen hier getroffen und der hat uns etwas über einen Schlüssel erzählt, den wir finden müssen. Und ich glaube, wir kommen hier rein. So. Tun wir gleich mal. Da unten sind schon welche. Wisst ihr, was mich so nervt, dass die Bosse nie Ethel fallen lassen. Ich weiß gar nicht, was ich da mal falsch mache. Kann man Vampire? Alter. Darf ich Vampire eigentlich fressen? Alter. Nun gut, hier sind zumindest ein Sabbat. Und das bedeutet natürlich definitiv Ärger für uns. Obwohl, hat er nur eine Nahkampfwaffe? So, ich glaube, hier kommt meine Schrumpfhände hilfreich sein. Okay. Verständlicherweise funktioniert das nicht. Wir haben 9 Skillpunkte. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mach mal Wahrnehmung. Kann man gar nicht machen, gell? Ich würde aber nochmal den Fährkaffee nach oben pushen. Da werden wir unsere Waffen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Schaden machen. Aber eigentlich wäre es mir lieber Widerstand. Aber ich weiß es immer noch nicht. Schlagschaden. So wie Kleidungsrüsten zur Absorption von Schlagschaden. Kein Schaden durch Klingenwaffen. Vampire können Dinge. Okay. Ich denke, Schlagschaden ist das, was ich brauche. Kann ich aber nur mit Widerstand upgraden. Und das kostet mir jetzt 16 Punkte. Kann man sonst nicht anders? Das heißt, man. Ich verstehe gar nicht, wie kann ich dann überhaupt 6 haben? Also, jetzt habe ich schon wieder ein Messer. Beste Waffe im Spiel. Alter! 3 Vampire, Mann! Ja, genau, Mann! Hier haben wir fast ins Höslein gemacht. So, mein unsterbliches Vampirhöslein. Oh. Komm, komm, komm. Oh, oh. Oh, oh. Komm! Alter! Kill das Kackviech, Mann! Ja, genau, Mann! So, die schießen sich aber auch gegenseitig immer in den Kopf, was ich ganz cool finde. So. Irgendwie treffe ich ihn nicht.
Da fliegen immer noch Kugeln in Slow Motion an uns vorbei. Alter, wie geil, Mann. Nein, ich habe keine Money mehr mit meiner coolen Magnum. Wie madig ist denn das bitte? Ja gut, übrigens, das habe ich rausgefunden beim letzten Part. So, während ich meine Aufnahme hatte, damit kann ich nämlich ranzoomen. Rückzug. Taktischer Rückzug. Warte mal. Wo bin ich denn hier? Ich habe doch hier mein. Jo. Mein Kelch des Hasses. Jo, da. Voll Blut, voll Leben. So kürze ich das. Okay. Auch von dem Vampir. Okay, machen wir es anders. Ja, komm. Jetzt brauche ich meine ganze Energie auf, Mann, weil ich da rumbugge. Also, Leute, die Typen haben mir definitiv was drauf, dieser Bot. Aber sehr definitiv durch ihre Anzahl und nicht unbedingt durch ihre Klasse. Aber ich freue mich, wenn wir wieder gegen den Anführer kämpfen können. So. Alter. Schau ich mal an. Die haben denen die Augen ausgestochen, so wie es aussieht. Hey. Kann ich jetzt ja nicht durch. Ich muss jetzt hier wieder rüberhüpfen, oder? Nun gut, aber ihr seht, die haben sich schon vorbereitet darauf, dass wir kommen. Ich bin doch da auch hingekommen. So, da hinten ist nämlich. So, Nummer 1 und. Alter, das ist ein großes Viech. Schau dich mal den an. Wieso können die sich alle in Monster verwandeln? Wieso kann ich mich nicht in ein Monster verwandeln? Falscher Clan. Alter. Das sind die. Okay, in sowas will ich mich gar nicht verwandeln. Das sind die Monster, die wir schon in der Kanalisation gesehen haben. Das heißt, wir können uns eigentlich denken, was uns hier wieder erwartet. So, aber das Gameplay, muss ich sagen, von dem Spiel ist jetzt nicht so das Wahre. Alter. Alter! Ich soll eigentlich echt wieder nur Nahkampf machen. So, messert uns da ab, der Penner, Mann. Ich bereue das, dass wir keine Blutbeutel mehr kaufen können. So. Die brechen da einfach immer durch die Wände durch. Das ist auch so madig, Mann. Hey. Mir gefällt es hier ganz und gar nicht. So, wer hüpft als nächstes durch die Wand? Alter, da waren wir doch gerade. Und da war kein verdammter Gegner. So. Schön nochmal in die Kugel rein. Alter.
Ich check gar nicht, was wir machen sollen. Von irgendwie, die hüpfen immer durch die Wand, dann kommen sie wieder von vorne, dann kommen sie wieder durch die Wand. Ich weiß auch nicht, wo da? Da ist irgendwo einer. Frag mich aber nicht, wo. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Uiuiui, dieses Item, Mann, was wir haben. Sau wichtig, Mann. Haben schon wieder zwei, Mann. Zack. Okay. Okay. Alter Mann, aber ich sag ja, die stechen denen die Augen aus. Und tun sie hier einfach einsperren. Also wir fressen sie nicht, aber vielleicht wird es ein besseres Schicksal für die, weil das ist ja wirklich bestialisch. Aber so sind die Sabbat. Wir haben schon immer gewusst, das wurde immer gesagt. Bei all dem Ding. Zwischen den Vampir-Clans, wie sie gestritten haben. Wir haben immer gehört, das Furchtbarste sind die Sabbat. Und Werwölfe. Sind das eigentlich Gangrel, oder? Die können sich da ein bisschen verwandeln. Denn die Gangrel waren ja früher auch ein Mitglied. Jetzt kann ich ein bisschen klugscheißern. Ein Mitglied der Camarilla. Haben sich aber dann getrennt von denen. Und sind auf eigenen Füßen nun unterwegs. Mini-Fledermäuse. Wir machen alle kritischen Schaden. Komm. Ah ne, kommt keiner. Okay. Dann komme ich zu dir, mein Freund. So, es wäre auch nice, so, wenn die Gegner sich so zurückziehen würden. Okay, das wäre technisch ein bisschen da aufwendig. So, und dann irgendwie versuchen würden, ein Ziel zu finden, was sie aussaugen könnten. Wäre nice. Aber immerhin ist es so, dass die Gegner uns nicht mehr aussaugen können. Das war nämlich das Furchtbarste immer. So, wo bricht der denn? Oh. Wir können mal selber Tür aufmachen. Also brechen die Gegner auch mal die Tür auf. Okay. Wo sind meine Pestmonster wieder? Okay. Da können wir jetzt viel kämpfen. Da kommen ganz viele Gegner. Ah, sie können sich warpen. Sie können sich einfach eiskalt warpen. Aber ist gut, ihr steht alle auf einem Fleck. Alter! Alter! Alter, ich bugge! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ich habe eine Fähigkeit, dass ich doppelte Geschwindigkeit habe. Und die teleportieren sich die ganze Zeit in der Gegend rum und machen mir Schaden. Fair, oder? Yippie, Schweinebacke. So, der eine lebt immer noch. So madige Gegner, Mann. Es sind solche hässlichen Gegner, Mann. Also das ist bis jetzt der behindertste Gegnertyp in diesem Spiel. Hat nichts drauf, außer dass er cheatet. Okay. Okay, jetzt hat er sich darüber geworbt. Oh oh. Komm halt.
Hä? Er ist wieder weg. Er ist nicht weg? Hä? Ach, da ist er. Hallo. Das war eine Armada Gegner. Warpen sich durch die Gegner an. Hau ich aus hier drauf? Machen keinen Schaden. Wieso auch immer. Dann warpen sie sich weg. Machen wir wieder Schaden durch hier wegwarpen. Dann während meine Slow-Mo aktiviert sind, mach ich den. Ach komm, Mann. Ist doch Bullshit, Mann, wenn der die Waffen auf einem halben Meter Entfernung nicht treffen. Also, Nummer 1. So. Yeah, yeah, yeah. Mir geht meine Augenmuni aus. Oh. Ich glaube, ich muss meinen Flammenwerfer im Maus parken, oder? Aber dann zünde ich mich eh nur selber an, das weiß ich jetzt schon. Alter, er ist halt schon wieder einen halben Meter vor mir und ich treffe ihn halt schon wieder nebenan. Wo ist der Checkpoint? Da ist der. Okay, gut, dann machen wir es halt im Nahkampf. Danke. Danke. So, ihr seid es ja wahrscheinlich schon gewöhnt. Muss ich mir ja nicht schlecht fühlen. Eieiei, kritischer Schaden. Also das ist mir jetzt bis jetzt der Abstand schlimmste Dungeon. Das Lustige ist auch, ich habe davor gesagt, gell, dass ich überlevelt mich fühle. Nett, gell. Aber ich habe auch echt schon viel von meiner guten Muni verballert. Die Gegner droppen da keine Waffen. Muss ich mit meiner Pumpgun aus der Entfernung jetzt schon schießen? Sind das eigentlich Menschen? Sind das auch Support? Keiner. Hab dann immer die Rumwarper. Hallo? Gut. Okay, liebe Leute, bevor wir uns hier weiter ganz entspannt und relaxed durchballern, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann weiter hier mit Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.